Willkommen zurück, auch von meiner Seite ein frohes neues Jahr. Wird ein interessantes Jahr werden für uns, ist für uns als Unionsfamilie sehr gut angefangen. Die CSU-Landesgruppe hatte zusammen auch mit unserer Parteivorsitzenden in Seeon eine gute Klausur. Wir hatten Bundesvorstandsklausur von der CDU. Es ist ein großer Wille da, dieses Jahr zusammen sehr erfolgreich zu gestalten. Und wir sind da auch sehr zuversichtlich und sehr optimistisch. Unsere Punkte sind, das Leben der Menschen jeden Monat ein Stück besser machen. Das haben wir auch schon in den letzten Monaten gemacht, zum Beispiel im Bereich Pflege. Da liegt noch einiges, was wir liefern möchten. Und der zweite Punkt, der dieses Jahr begleiten wird, ist, unser Land zukunftsfest zu machen. Das heißt, es gilt insbesondere auch für die Wirtschaft, das Land zukunftsfest zu machen. Wir stehen vor einigen Herausforderungen, nicht nur im Bereich der Automobilindustrie, im Bereich der Digitalisierung, im Bereich des Außenhandels, im Bereich des Wettbewerbsrechts. Da gibt es ganz, ganz viele Punkte und da wollen wir uns dieses Jahr dran setzen. Wir werden diese Woche eine Entscheidung haben über den Brexit im britischen Parlament. Wir sind gespannt, was da heute Nacht bei herauskommen wird, werden aber in jedem Fall ganz ruhig auch entsprechend weitermachen und uns da nicht aus dem Konzept bringen lassen. Ich denke mal, unabhängig von dem, was da heute bei rauskommt, wir haben auch noch bis zum 29. März Zeit. Das heißt, wir werden auch in dieser Woche ganz normal in das Gesetz, in die zweite und dritte Lesung hineingehen, wo es um den geordneten Brexit geht. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Ein großes Thema wird natürlich in diesem Jahr auch das Thema Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit sein. Und dafür ist heute unser neuer stellvertretender Fraktionsvorsitzender, der für diesen Bereich zuständig ist, Thorsten Frey dabei. Und Thorsten, ja, erzähl mal, was du so alles weitergeben möchtest. Vielen Dank. Neben den Themen, die der Fraktionsvorsitzende angesprochen hat, sind es vielleicht zwei, die man hier noch in den Mittelpunkt rücken könnte. Zum einen hatten wir zu Beginn des Jahres ein Datenleak, von dem sehr viele Kollegen hier im Bundestag, aber auch Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft betroffen waren. Deshalb ist es für uns ganz klar festzustellen, dass es zum einen für die Betroffenen höchst schmerzhaft war, zum anderen aber die grundsätzliche Sicherheitslage in Deutschland sich dadurch nicht verändert hat. Für uns ist entscheidend, dass wir daraus die richtigen Rückschlüsse ziehen. Und das bedeutet, dass im ersten Halbjahr 2019 ein IT-Sicherheitsgesetz 2.0 vorgelegt wird, das für das Bundesamt für die Sicherheit im Informationswesen neue und zusätzliche Zuständigkeiten bringen wird. Wir wollen einen einheitlichen, gesamthaften Ansatz verfolgen, der den Schutz der Bürger, die Resilienz der Wirtschaft, aber auch der IT-Systeme bei uns in Deutschland stärkt. Der zweite Punkt, der wichtig ist, wir müssen die Früherkennung verbessern, um aus Einzelinformationen und Einzelerkenntnissen dann auch Rückschlüsse auf Strategien zu ziehen. Das Cyberabwehrzentrum Plus muss als zentrale Kooperationsplattform dienen und insbesondere auch die Länder mit einbeziehen. Gerade bei diesem aktuellen Fall Anfang des Jahres kamen über 50 Hinweise von den Länderbehörden und deshalb ist das so entscheidend und so wichtig. Zweiter Punkt, wir müssen uns die Strafvorschriften anschauen, damit die mithalten können mit der rasanten technischen Entwicklung, die wir in diesem Bereich haben. Wir müssen uns beispielsweise die Entscheidung des Bundesrates auf Vorschlag Hessens anschauen, digitaler Hausfriedensbruch. Das könnte eine Möglichkeit sein, hier eine Lücke zu schließen. Es geht um das Ausspähen von Daten, Datenhehlerei und anderes mehr. Und der dritte Punkt, den ich machen möchte, ist, es muss klar sein, die Gefahren für die Menschen im Bereich der Datensicherheit kommt nicht durch den Staat, sondern durch Verbrecher. Und deswegen erwarten wir schon auch von den anderen Parteien hier im Bundestag, dass sie mithelfen, unsere Möglichkeiten im Netz zu verbessern. Da geht es um die Quellen-TKÜ, da geht es um die Online-Durchsuchung und anderes mehr. Hier brauchen wir zusätzliche Kompetenzen für den Staat. Und ein zweiter und letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, betrifft die Feststellung von weiteren sicheren Herkunftsstaaten. Für uns ist entscheidend, dass
Menschen, die aus Ländern kommen, wo die Anerkennungsquote als Flüchtlinge, als Schutzsuchende bei weniger als 5% liegt, auch schneller im Verfahren zum Abschluss kommen können. Denn ich glaube, es sind zwei Seiten einer Medaille, dass wir zum einen für die, die schutzbedürftig zu uns kommen, diesen Schutz auch bieten, aber diejenigen, die diesen Schutz nicht verdienen, dann auch unser Land zügig wieder verlassen. Das hat auch etwas mit der Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats zu tun. Ja, ein Satz noch, vielleicht noch zum Schluss, zum Abschluss und dann kommen noch, Herr Blank, dann kommen die Fragen. Insgesamt gesehen ist es so, dass wir natürlich eine neue Konstellation haben nach unserem Bundesparteitag. Die wird jetzt auch durch dieses Jahr hindurchtragen. Die Zusammenarbeit mit Annegret Kramp-Karrenbauer und auch Angela Merkel klappt sehr, sehr gut. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass die Fraktion selbstbewusst ist. Wir haben auch einige Vorstellungen, wie Politik gestaltet werden soll. Und da werden wir in diesem Jahr auch dran arbeiten, kooperativ. Aber natürlich wird die Fraktion auch ihre Punkte machen.